In 200 Metern hast du dein Ziel erreicht. Du hast dein Ziel erreicht. Willkommen bei der Horizon Straßenrennserie. Schlag dich hier gut und du wirst zu weiteren Veranstaltungen eingeladen. Schlag dich da gut und irgendwann finde ich vielleicht sogar einen Platz im Kader für dich. Für dein erstes Rennen auf dem Festival war das echt nicht schlecht. Mach weiter so und du bekommst eine Einladung für die nächste Runde der Horizon Straßenrennserie. Hallo, ich bin Anna, deine automatisierte natürliche Navigationsassistentin. Ich zeige dir, was du auf dem Festival machen kannst und helfe dir dabei, Aktivitäten in ganz Großbritannien zu finden. Okay, Anderson. Ich habe deine Route zu einem neuen Rennen in der Horizon Straßenrennserie geplant. Hallo, Anderson. Folgende Horizon-Sender sollten in deinem Radio voreingestellt sein: Horizon Pulse, Horizon Base Arena, Horizon Block Party und Horizon Access. Such dir aus, was dir gefällt. In 100 Metern links abbiegen.
hast dein Ziel erreicht. Die nächste Runde der Horizon-Straßenrennserie aufgenommen. So wie du fährst, ging das ja gar nicht anders. Aber sie geht erst im Herbst los. Kannst du dich bis dahin anderweitig vergnügen? Wow, du siehst Frankie Beaumont zum Verwechseln ähnlich. Ich bin Joel Carter, Horizon-Fahrerbeziehung. Pass auf, ich habe einen Job für dich. In der Nähe wird ein Film gedreht und die brauchen einen Stuntfahrer. Ist etwas kurzfristig, ich weiß. Aber was sagst du? Normalerweise läuft es nicht so, dass ich einen Gefallen von dir brauche. Aber komm zu mir, sobald du kannst. Und ich stell dir Mike Steele vor. Er ist im Filmbusiness.
Metern links abbiegen. Links abbiegen. Metern scharf rechts abbiegen. Scharf rechts abbiegen. Metern links abbiegen. Links abbiegen. Da bist du ja, der zukünftige Filmstar. Wohl kaum der versprochene Doppelgänger. Ist das dein Ernst? Sie könnten Zwillinge sein. Wird schon reichen. Ich bin übrigens Mike Steele. Heute filmen wir eine Fluchtszene. Fahr rüber nach Broadway, wir haben da schon alles aufgebaut. Hoffentlich geht das nicht in die Hose. Okay, ab nach Broadway. Und gib Gummi, ja? Wir wollen die Szene bei Tageslicht im Kasten haben. Das war schnell. Okay, dann bereiten wir mal alles vor.
Okay, das wird ein Sprung ins kalte Wasser, aber zumindest den Look hast du drauf. Das wird eine klassische Verfolgungsjagd. Der Held wird von einem Jet gejagt und entkommt mit einem Sprung durch eine alte Windmühle. Frag nicht, wenn du so gut bist, wie Joel behauptet, wird das ein Klacks. Und immer schön atmen. Nur nicht die Kontrolle verlieren. Ich begleite dich Schritt für Schritt. Alles wird gut. Scharf nach links, aber bleib auf dem Gas. Verfolgerfahrzeug los! Ja, der Böse sitzt in dem Jet. Na und? Halte du nur die Nadel im roten Bereich und zeig vielleicht ein paar Ausweichmanöver. Und der Schurke ist vorbeigezogen und unser Held ist in Sicherheit. Das Erste. Gut. Das ist gutes Material. Nicht locker lassen. Wir sind noch nicht fertig. Jetzt zack ich über den Hügel und wieder runter. Der Sprung kommt erst noch. Die Straße war... Vorne ist blockiert, also musst du querfeld einfahren. Da wird später noch was reingeschnitten. Ein abgestürztes Alien-Raumschiff oder so. Der Bereich, in dem wir filmen, ist gekennzeichnet, okay? Fahren die Startmarkierung, drück aufs Gas und bitte. Augen geradeaus! Ignorier die Kamera! Guck mal, wie er hält! Und damit haben wir es im Kasten! Glückwunsch! Du hast es überlebt! Schaffst du sowas nochmal? Ich gebe den Leuten vom Casting deine Nummer. Die rufen an, wenn es noch einen Job gibt. Anderson, alle reden davon, dass du eine Rolle in einem neuen Film bekommen haben sollst. Denk daran, dir genug Zeit für die Teilnahme an der Herbstsaison zu nehmen, wenn du erst einmal reich und berühmt bist. Du bist Alex, einem unserer Horizon Superstars, aufgefallen. Er sucht nach neuen Fahrern für seine Dirt-Rennserie. Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen.